Heute bin ich bei Made by You. Schön, dass du uns hier bei Made by You besuchst. Ich bin die Charlie. Hallo Emily, ich bin Angela. Sollen wir dir mal zeigen, was wir hier alles Schönes machen können? Ja, gerne. Dann komm mal mit. Hier sind ja ein paar Sachen gar nicht richtig bunt. Ja, deswegen kommen die Leute hierher, die Kunden, und die können sich dann eine Form aussuchen oder eine Keramik, die sie möchten. Zum Beispiel einen Teller oder auch eine Tierfigur oder eine Dose oder auch zum Beispiel eine Vase oder so. Und die können sie dann ganz bunt bemalen, wie sie möchten. Das ist sehr toll. Malt man denn dann auf den Tischen? Ja, genau. Deswegen stehen hier so viele Tische, damit jeder malen kann. Mhm. Hast du auch Lust, was zu malen? Ja, gerne. Guck mal. Wir haben ganz verschiedene Formen hier, zum Beispiel einen Becher in ganz verschiedenen Formen oder auch eine klassische Schale. Dann haben wir hier noch so kleine Teetassen, auch in verschiedenen Formen oder auch Teller. Ganz von modern bis klassisch ist alles dabei. Was möchtest du denn bemalen, weißt du das schon? Ihr habt ja so viele Sachen, ich kann mich gar nicht entscheiden. Was können wir denn da mal nehmen? Was hältst du denn von so einem schönen, klassischen, modernen Frühstücksteller? Mhm. Und einen Becher? Mhm. Guck mal. Pass mal an. Passt der gut? Kannst du den gut halten und so? Ja. Super. Super gut. Okay, Emily, bevor wir jetzt anfangen, oder bevor du jetzt anfängst, zeige ich dir noch ein paar Sachen. Das ist die Farbenbar, da kannst du dir alle Farben nehmen und immer auf so eine Kachel drauf tun. Wir haben ganz viele verschiedene Farben. Und das ist der Erklärteller, damit erkläre ich dir noch ein paar Sachen, die du beachten musst, wenn du Keramik anmalst. Also, die Farben sind vorne drin, aber noch ganz klein. Okay, Emily, bevor du anfängst, brauchst du erstmal einen Untergrund. Das heißt, du grundierst das erstmal alles und das kann man ganz toll mit so einem Schwämmchen machen. Tauch mal in die Farbe richtig tief rein. Genau, so ganz gleich. Jetzt kannst du immer wieder in die Farbe gehen und neue Farbe nehmen. Gut machst du das. Kann man hier einfach herkommen und dann malen? Genau, das ist halt das Besondere bei uns. Man kann einfach herkommen. Wir haben ja ganz viele Tische hier und kann sich was Schönes aussuchen. Und dann kann man anfangen zu malen. Wir helfen ein bisschen und erklären ein paar Sachen. Und bringt dir Spaß bestimmt, ne? Ja, super gut. Kannst ja nochmal mit deinen Freundinnen kommen. Ja? Wir haben hier auch Kindergeburtstage zum Beispiel, kann ich dir hinten gleich nochmal den Raum zeigen. Oder manchmal auch so Weihnachtsfeier mit großen Firmengruppen und Junggesellenabschiede. Die finden das auch alle ganz toll, weil die haben das noch nie gemacht vorher und die sind immer ganz begeistert alle. Okay, jetzt gucken wir uns mal den Ofen an, dafür müssen wir in den Keller gehen. Lass uns mal reingucken, wie groß der ist. Passt auch ganz viel rein. Siehst du das? Der Backofen bei euch wird so 200, 300 Grad und der wird ungefähr 1000 Grad heiß. Das ist ganz heiß. Wie lange bleiben denn die Sachen im Backofen? Also das dauert insgesamt so 30 Stunden. Deswegen dauert das auch ein bisschen länger, so 3 bis 4 Tage, 2, 3, 4 Tage, bis man die Sachen wieder abholen kann. Ja, Emily, ich hoffe, das hat dir ganz viel Spaß gemacht bei uns. Ja, super gut. Toll, und dann sehen wir uns in 3 Tagen wieder, wenn du deine Keramik dann abholst, ja? Schön, dass du da warst. Tschüss. Tschüss, Emily. Tschüss. Bis bald. 1, 2, 3. 3 Tage sind vorbei. Hallo, Emily. Wie geht's dir? Gut. Willst du deine Sachen abholen? Ja. Guck mal, wo wir die haben. Ah, ich sehe sie schon hier hinten. Schon fertig. Was sagst du? Super gut. Toll, ne? Und guck mal, die Farben sind richtig kräftig und es ist ganz glatt geworden. Pass mal rüber. Fühlt sich gut an, oder? Ja. Zufrieden? Mhm. Wunderbar. Dann packe ich dir das nochmal ein. Mhm. Dann hoffe ich, dass du bald mal wiederkommst.
Ja, hat doch Spaß gemacht. Wunderbar. Vielleicht kommst du ja mit deinen Freundinnen mal zusammen. Mhm. Ja? Tschüss. Tschüss, bis bald.